Hier hätten wir den Rapu A3060, einen Bluetooth-Lautsprecher, der insbesondere für das iPhone gut geeignet ist. Er strahlt durch seine zylindrische Form den Sound in alle Richtungen ab. Am Anfang muss man diesen Schalter hier auf Einschalten. Goodbye. Disconnected. Hello. Connected. Wie man hört, meldet sich auch die Tussi sofort aus der Büchse heraus und sagt, wo es lang geht. Hier ist im Übrigen dann auch der USB-Anschluss, womit das Gerät aufgeladen wird. Die Batterie ist integriert. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, sie auszutauschen. Und hier sind dann die Bedienelemente. Start, Stopp. Und auch für den Lautsprecher laut leise. Diesen Knopf hier muss man längere Zeit draufdrücken, bis Pairing angesagt wird. Erst dann wird die Box auch in der iPhone-Bluetooth-Liste angezeigt und man kann sie koppeln, geht allerdings dann auch relativ schnell. Und dann kann es auch schon losgehen. Hier haben wir den Amazon Cloud Player. Der Sound ist recht vernünftig, wie ich finde.